Ja, jetzt glaubt ihr wieder nicht, wo wir nämlich sind. Das habe ich mich neulich schon angekündigt, wie wir bei dem Mofa-Kult-Rennen waren. Bei Kufe. Beim Kufe, ja, ja. Beim Kufe, genau. Kult Festival. Und da habe ich ja gefragt, Mensch, Sig, wir müssen dich besuchen. Du hast ja auch mal in meine Schubladen geguckt. Du warst ja schon mal bei mir zu Hause. Ja, ja. Und jetzt sind wir nicht bei dir und jetzt kann ich hier mal rumfummeln. Und ich habe schon gut. Angst, ja, ja. Ja, hast du Angst, ne? Wir machen dann Taschenkontrolle am Schluss. Das aber es wird ganz gut. Nee, das geht in Vertrauen. Herzlich willkommen, schön seid ihr hier. Ja. Ja, und Nils und Jörg, die sind auch mit und die kommen jetzt, wollen sich das ja auch mal mit angucken. Ne? Sagt mal hier Moin. Ne? Moin, moin. Moin, moin. Und dann gehen wir mal. Ich habe da schon ein paar interessante Sachen gesehen und die gucken wir uns jetzt mal an. Achso, schauen wir, los geht's. Unser kleines Reich. Unglaublich. Ja, viel Zeug zusammengesammelt, aber es ist ein bisschen, wenn man die Krankheit ja hat, dann ist die ja da, die geht ja nicht mehr weg, oder? Nee. Und dann ist es immer gut, wenn man nicht allzu viel Platz hat. Man kann sagen, wir sind beide krank. Ja, ziemlich, ja. Besitzkrank von Moped. Schraubensüchtig. Aber überschaubar, ich finde noch überschaubar. Ja, es geht noch, ja. Aber wenn man das jetzt immer so alles so sieht, sind das alles wirklich tolle Schätze hier. Wir waren ja schon auf dem Treffen bei Mofa Kult, genau. Da hast du die Maschine ja auch schon vorgestellt. Die kommt natürlich immer mit, Stellmotor meistens. Du hast jetzt mal so erzählt, ne, was, wie viele Arbeitsstunden da drin sind und wie das überhaupt gemacht worden ist und so. Das finde ich ja so interessant. Ich habe mir das gar nicht so genau angeguckt. Ich hatte wahrscheinlich zu viel Bier im Kopf, ne, und auch andere Sachen zu tun. Aber jetzt haben wir da mal Zeit für. Wenn ich das so sehe, diese Arbeit, wie das, ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie ist das überhaupt hier zustande gekommen? Was ist das? Genau, also die Gabel ist natürlich von den alten Engländern abgeguckt. Ich finde die einfach wunderschön. Selber gebaut? Trapezgabeln, selber gebaut komplett, genau. Und der Rahmen und die Gabel, das ist eine Folie, das ist foliert. Wow. Also sehr, sehr aufwendig. Vorarbeit ist schon sehr extrem. Und dann waren zwei absolute Freaks da dran und haben das echt hingekriegt bis ins letzte Detail. Also ich hätte nie gedacht, dass das so abartig ins Detail geht mit einer Folie, oder? Weil es ist ja nichts Schlimmeres als das Rohr. Es ist oval und noch bombiert und gebogen und alles, sowas zu folieren, ist doch absolut die Hölle. Dass das überhaupt mit Folie geht, ich stelle mir das im Auto ja schon schwer vor, das so zu machen, ich dass man es nicht sieht. Nicht, ja. Nee, ich auch nicht. Keine Chance. Hier ganz spezielle Lackierung, Spiegelglanzlackierung, weiß nicht, ob du das kennst. Sieht aus wie verkupfert. Ja, das wird zuerst versilbert, dann sieht das aus wie Chrom, also wie ein Spiegel. Mhm. Das bleibt das Silberhaften und dann kommt ein eingefärbter Klarlack drüber. Und da kannst du grün, blau, gelb, alles Mögliche. Okay. Kannst du natürlich dann umsetzen. Das ist aber nicht so Elox hier, das ist jetzt ein Chrom, ne? Oder wie nennt sich das? Ja. Nein, das ist, diese Versilberung, also das ist eine spezielle Grundierung, die wird angeflammt mit dem Brenner und dann wird es mit einer Silberwasserlösung abgewaschen. Mhm. Und das Silber bleibt haften. Ja, völlig verrückt hier, wenn man das mal so sieht, ne? Überhaupt dieses Zahnraddesign, dass das hier so raufgekommen ist, es ist keine Lackierung, es ist Folie und das ist so verrückt und es ist so sauber gearbeitet, man sieht nicht irgendwo einen Ansatz oder sowas. Das muss doch eine akribische Arbeit gewesen sein, sowas hier zu folieren. Also zu der ganzen Lackierung und Herstellung gibt es ein Video auf unserem Signature-Kanal. Da siehst du ganz genau, da war Uta beim Lackier und da siehst du wunderschön, wie das sieht total schräg aus, wenn das Silber da haften bleibt. Ja. Und wie so bei den Menschen auch, es zählen ja auch die inneren Werte, oder? Und hier drin, das habe ich noch mit Metal Flake. Grün Glitter. Ja. Grün Glitter Metal Flake. Damit das Benzin sich wohlfühlt. Ja, genau. Ja. Das sieht für so ein Mofa oder Moped, was es auch ist, sich so viel geile Mühe zu geben. Auch jedes Design finde ich so irre. Allein diese kleinen Schellen hier. Das wunderschön. Wo gibt es solche Schellen? Das ist alles handgefertigt. Wahnsinn. Das kriegst du nicht. Ja. Und alles ist alles echt Gold, 24 Karat oder Nickel. Meine Güte. Auch die Schrauben im Motor drin sind alle vergoldet. Die siehst du nie mehr, aber auch da gibt es natürlich ein Video auf unserem Kanal. Ich habe gesagt, hey, wenn ich den Motor zusammenbaue und alles ist da Gold da drin, dann kann ich das wenigstens ab und zu noch anschauen im Video, oder? Ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Echt irre. Ja. Aber sag mal, was ist das hier eigentlich alles? Ist das ein Museum? Naja, es sind halt, ist ein Sammelsorium von meinem kranken Geist, sag ich mal. Also hier steht eigentlich alles, was mir gefällt. Ich habe nicht nur Sachs oder sehr viel Sachs, aber mir gefällt einfach auch irgendwas. Völlig egal. Ja, alte Drehbank, alte Maschinchen,
so Apfelschälmaschinchen und den ganzen Sack. Das gefällt mir einfach. Und ich finde, das lebt halt viel mehr, wenn du einfach eine Werkstatt hast, wo geschraubt wird für Kunden. Wir machen ja sehr viele Kundenaufträge. Und dann ist doch das viel schöner, wenn du in einem Museum und du kannst alles benutzen, alles funktioniert. Und die Leute, wenn sie hier reinkommen, sind sie erstmal recht, fühlen sich sicher. Ja. Bei mir ist es ja auch mal so, meine Werkstatt sieht ja ein bisschen kleiner, aber es sieht ja fast genauso aus, weil auch alles alte Sachen da sind. Ja. Das macht das Flair, oder? Das ist auch so, dass man sich dann selber ja auch viel wohler da fühlt, als wenn es so eine sterile Werkstatt ist. Das würde mir gar nicht, da hätte ich gar keine Lust zu. Nein, mit weißen Wänden und so. Nein, ja, heutzutage nicht. So, das muss gefliest sein und das muss Öl sein und dies und das und so. Ne? Nee, bei uns ist das schön. Oldschool, finde ich viel geiler. Richtig. Ja. Echt klasse. Lass uns mal weiter gucken. Andi, ich durfte bei dir ein bisschen in die Schubladen gucken. Ja, da sind ganz viele Schubladen. Da sind ganz viele, das ist auch eine meiner Lieblings. Sag mir mal eine Lieblingsschublade von dir. Boah, eine Lieblingsschublade. Das sind zum Beispiel so alte originale Zylinder. Das sind die stärksten Sachszylinder, die es gegeben hat. Zum Beispiel originale. Oder hier natürlich Sachsgetriebe, das sind alles Originalteile von Sachsmotoren. Boah, das hast du alles mit. Das ist halt wichtig. Ja. Oder hier Kupplungsteile, das ist halt alles Originalzeugs, was halt wirklich echt geil ist. Wenn da jetzt irgendwas ist und da kommt ein Kunde und du musst das reparieren, nimmst du denn einen Teil von denen oder gibst sehr du das ungern. Das geht mir auch mal genauso. Wenn ich denn was hab, weißt du, was ich vielleicht denke, oh, das müsste ich vielleicht selber nochmal gebrauchen, aber manchmal muss man das ja machen. Nee, ich sage auch immer, ich höre das langsam, wenn die Jungs an die Schubladen gehen, oder? Sag ich, halt! Was holt ihr da raus? Sagen schon, die heiligen Schubladen, oder? Ja. Diverse Vergaser. Oh, das ist diverse Vergaser. Oh, geil. Hier ein alter Bing-Vergaser noch. Ja. Sowas habe ich auch noch. Die werden auch immer seltener, die Dinger. Ja, ja, voll. Ja, schön. Ganz viele Luftfilter. Irgendwas. Und wir haben natürlich auch noch ein Außenlager. Guck mal, wie klein der ist. Ja, Wahnsinn, ja, das ist so von den Franzosen fast. Ja, Neuner. Da ist nicht viel los. Das ist keine Tuningstufe. Nein. Ein Gurtner, ne? Mhm, ist das Schweiz? Ja, es klingt so. Klingt, aber könnte ich jetzt nicht mal sagen. Ich weiß auch nicht, was alles da drin ist. Die sind so von der Mini-Mobi und sowas hatten wir. Ja, früher, genau. Drecksvergaser sind auch so kleine. Die finde ich auch ganz süß, oder? Oh, sind die süß, du. Das sind Zähne. Ja. Du, das ist etwas größer. Oh, und von Del Orto, du. Das ist aber auch ein kostbares Stück hier, du. Ein englischer Amalvergaser, du. Ja. Oh, ist der klasse, du. Also der müsste doch hier als zur Ausstellung stehen. Guck mal, so hat er das doch viel besser. Ja, perfekt. Immer im Dunkeln, der arme Vergaser. So. Nee, komm, der bleibt jetzt hier. Ja, der bleibt auch. Ja. Das muss hier... So, ne, so sieht er am besten aus. So, mit der Schwimmerkammer hier zum Tippen. Und hier Luft. Schok. Also toll gemacht, ne? Was ist das denn hier? Rübli? Krut und Rübli heißt das. Das ist. Ach, das Kraut, ist Kraut und Rüben. Ja, das ist irgendwas. Aber ist nicht viel. Krut und Rüben. Muss ich noch irgendwas erkennen kann. Ah, hier, das ist eine Schelle. Oh. Zündabkolben. Oh. Nee. Doch. Zwei Zündabkolben. Das wäre dann wieder was für Nils. Auch von Moped-Garage, nee, bloß nicht. Schau mal, Infusion. Was könnte das sein? Weißt du noch, bei Helge, du warst doch da auf Röme. Ja. Weißt du noch, die Schnaps in seiner Schlucke? Hast du gebaut. Das Innenleben ist mit diesen Dingen gemacht, ja. Da hast du ein Schnapsreservoir an die Zünder gebaut. Ja, genau. Und da konnte man einen Hahn aufmachen und konnte man, wenn man mal Langeweile hatte oder Pause hatte, konnte man Schnaps trinken. Genau. Ja. Und das sind die Dinger dafür. Ja. Die hast du dafür genommen. Schön. Da kannst du ja noch viele so eine Infusionstanks bauen, ja. Schnaps. Velolampen von der Velo Solex? Ja, was heißt das? Nein, das sind alles so Fahrradlampen. Ja. Aber schön für Anhänger oder sowas, oder? Ja, schön. Oder wir hatten ja auch mal für unsere Seifenkiste, brauchen wir sowas auch. Ja, genau. Toll. Ja, wenn du nichts hast, kannst du nichts machen, oder? Nee, genau. Und so lässt man sich auch inspirieren, finde ja, ich. Ja, wenn man so, richtig. Ich gehe auch manchmal so durch meine Katakomben, dann denke ich, was kann ich brauchen, wenn ich was baue? Dann völlig. Hat man das so, ne? Das, völlig. Das, also man muss sowas auch haben als Bastler. Ja, wichtig. Ne? Ein Sammelsurium ist wichtig. Ja. Ja. Ich mache noch eine auf. Kettenspanner langweilig, Hupen klingeln. Hupen klingeln.
Oh, das sind auch so schöne. Guck mal, wie schön die designed ist. Du. 12 Volt schon. Nee, doch nicht, stimmt nicht. 6 Volt. 6 Volt, ja. Ein kleiner Motorräder. Das ist so eine Einbauhupe. Mhm. Die kommt so vorne in so einen Roller rein. Genau. Ein Hupenbike, gute Qualität, ja. Von früher noch. Genau. Wenn du heute dir ein Hupenbike bestellst, irgendwo gibt's ja am Nachbau, ja. Die sind nach 3 Wochen kaputt. Die sind riesig. Die Menschen können kein Gummi mehr herstellen. Ja. Das ist ganz schlimm. Ja, die knallen dann natürlich zu wenige Weichmacher rein. Ja, so. Genau. Das ist aber auch bei den Fußrastengummis. Ja, ja, voll. Bei den überall, also alles. Pneus, ja. Von den Mofas da, ja. Die sind zum Teil aus dem Lager schon riesig. Ja. Und die lassen die Luft nicht drin. Mhm. Wenn du jetzt ein Vierteljahr das so stehen lässt, ist es mehr, ja. Plattfuß. Ja. Das hatten wir auch schon gehabt. Also strengt euch mal an und macht mal neues Gummi. Guck mal, hier noch original verpackt. 40 Schweizer Franken. Also kommt zu ihm hin, kauft ihm das Rücklicht ab. Nee, das ist nicht so viel, das brauchen wir vielleicht mal selber für ein Projekt. Aber also hier wird nichts verkauft. Ja, den habe ich von Afrika, habe ich den mit. Das war eine geile Story. Was, aus Afrika? Ja, war mit in Afrika, in Namibia, oder? Und dann diese Kudus, die sind ja, das sind eigentlich Rehe, aber so groß wie ein Pferd, oder? Riesendinger. Und die haben da diese Monsterhörner. Dann haben wir das gefunden in der Wildnis draußen. Da habe ich gesagt, das ist total geil, das will ich mitnehmen, oder? Ja. Da habe ich das Ding am Kadaver abgeknackst, oder? Mhm. Dann habe ich das hinten reingeschmissen. Dann habe ich es am Flughafen so umgekehrt, da ein bisschen Plastiksache rundherum, so über den Koffer gesteckt und bin so durch den Zoll und überall durch. Die Leute haben mich angesehen, wie... Die haben noch gedacht, ich sei ein Jäger, oder? Oh, Wahnsinn. Und da hast du bestimmt gedacht, wie du in Afrika warst, da baue ich mir mal einen Lenker drauf. Ja. Das ist Wahnsinn. Aber weißt du, was ich mal über den Zoll geschmuggelt habe? Oder nicht geschmuggelt habe, aber ganz offiziell. Ich war mal in Paros, Griechenland, auf so einer, ja. Insel. Und da sind so ganz viele verrückte kleine Honda Monkeys gefahren. Bei Supe warst du. Ja, so ein Laden war da. Ja. Und dann sah da im Schaufenster war so ein wassergekühlter 110 Kubik Lifan-Motor. Ich dachte, den muss ich unbedingt haben, will ich haben und so. Ne? Ja, Mensch, die kriegst du doch nicht mit im Flieger. Wie willst du das denn machen? Das ist ja viel zu schwer und so. Ne? Ich dachte, packe ich mir eine Tasche, dann nehme ich den als Handgepäck. Und dann habe ich den Zylinder abgeschraubt, ich hatte meine Freundin mitgenommen. Ja. Also das alles ein bisschen so kleiner geil. Gemacht. Ne? Ja. Und dann habe ich den Motor so genommen und so getan, dass er ganz leicht ist. Aber dabei war der ja so schwer, der Motor. Aber er hat geklappt. Ja, voll. Ja. Okay, die auch, oder? Schöne Zollgeschichte. Ja, aber das ist auch hier. Klasse, du. Ja, das haben wir schon öfter mal gesehen, aber es ist total toll. Also wirklich ein super, super Eigenbau. 2018, ja. Da bin ich auch ziemlich stolz eigentlich auf den Preis, weil da waren Harleys und alles Mögliche an Motorrädern da. Und ich mit dem kleinen Ding, oder? Klasse, ne? Das war echt, ja. Schön, das ist ein schöner Preis, mhm. Da. Und hier, den bin ich auch stolz. Ich bin jetzt offiziell Halbstärkster. Halbstärkster, das, ja. War in der Custom Bike Show. Mhm. Die Ausstellung halbstark und das ist halt nice. Ja. Ja. Der Motor, das ist ja so ein Motor, den man so kaufen kann. Ne? Nicht mehr, die werden nicht mehr hergestellt, wurden aber so gebaut. Flugzeuge. Ja. Ja. Mhm. Modellflugzeuge, 160 Kubik, 10 PS. Ja. Absolut beschissen. 10 PS hat er? Ja, aber ein total beschissenes Drehmoment. Ja. Sind halt so kleine, sind so 3-24 Kubik pro Kolben. Und es zündet ja immer nur jeder zweite. Also das ist ja der Grund für den Stermotoren, wieso, dass die eine ungerade Anzahl an Zylindern haben. Muss immer mehr 7 Zylinder, 9 Zylinder. Ja, genau. Mhm. Weil es zündet immer die 1, die 3, die 5, die 7, dann die 2, 4, 6 und so weiter. In Glemseck ist doch hier auch, das haben wir, da stand ich ja gerade bei dir am Start. Ja. Dann ist doch hier tatsächlich irgendwas weggeflogen. Genau, das war das Problem. Jetzt ist es ja ein schönes Laserteil, dieser Schutz. Und das letzte Mal habe ich das selber, das liegt nach unten, habe ich das selber angefertigt. Hier Laserteile aus 2 mm Stahlblech und schweiß mal diese dünnen Lamellen dazwischen ein. Und dann hat sich so eine Lamelle gelöst und ist da rein und im Propeller und dann hat sie ja... Oh, Scheiße. Ah, aber niedlich, diese kleinen Stößelstücke. Ja, Titan. Meine Güte. Das waren so Aluröhrchen mit gehärteten Büchschen. Und dann, die sind immer rausgeflogen, habe ich die neu gedreht aus Titan. Ja. Guck mal, der hat ganz viel Spiel hier noch. Ja, das muss, der hat 3 Zehntel. Ja? 3 bis 4 Zehntel Ventilspiel hat der, ja. Darum sind die immer rausgeflogen. Bei denen habe ich jetzt längere Führungen. Okay. Jetzt halten die. Aber sehr hochwertig gebaut, muss man sagen. Ja, vielen Dank. Also ich sehe natürlich ganz, ganz viele Sachen. Das ist ja immer so, das ist 5 Jahre her, wo ich den gebaut habe. Und wenn ich jetzt natürlich einen Nico Goldbober anschaue, im Verhältnis,
Aber man soll ja auch, ich bin ja noch sehr jung, also es geht, aber ich fühle mich unheimlich jung. Man soll, ich will immer, wenn ich was gebaut habe früher und heute mache ich das anders, besser, ja, dann denke ich immer, ich muss das da auch umbauen. Aber nee, lass das mal, weil das war diese Zeit, du hast es damals genau so gebaut und man darf ja auch den Fortschritt sehen. Bei mir sieht man das ja auch, ich habe ja schon ein Motorrad vor 40 Jahren gebaut und ja, was man jetzt baut, ist es total anders, perfekter. Ja, genau. Irgendwie so, man nimmt Erfahrung, andere Teile und das ist Erfahrung. Ja. Und deswegen lasse ich die alten Sachen auch lieber so und die nicht nochmal wieder neu verbessern, finde ich doof. Richtig, lieber was Neues. Du wirst ja nie mehr fertig. Nee, genau. Ja. Ja, ganz schön schmutzig, hey, das Ding. Aber ihr wart ja auch dabei, Kufe Kult Festival vom Mofa Kult da. Ja, das war auch eine geile Geschichte. Da bin ich ja 2727 Kilometer gefahren mit dem Ding. Ich kam ja am Kufe am Freitag an, am Abend um 6 Uhr nach dieser Tour, oder? Das war total geil. In hohen Norden mit dem Ding. Wir waren zuerst bei Helge, da gibt es auch ein lustiges neues Projekt zusammen, ein Mini-Hot-Rod. Genau. Und dann bin ich mit ihm zusammen dahin, er ist da Flat-Track-Rennen gefahren und im Sand. Ah, okay. Ja, und gegen Christian bin ich dann noch ein Strandrennen gefahren, ja. Oh, toll. Genau. Aber der hat mich dann bis, er hat natürlich von Röme noch Stollenreifen auf der Brav, oder? Und ich mit einer 39er Triumph. Mit abgevögeltem Profil. Oh, nein. In so einem tiefen Sand wie Mehl. Der Sand war wie Mehl. Ey, ich hatte keine Chance. Wir sind zwei, dreimal gefahren und der Motor kochte. Oder? Das hat nur noch gerochen. Und jetzt müssen wir noch schnell abkühlen. Aber war natürlich sehr, sehr, sehr geil. Ja. Und dann ist Sig immer mit diesem Helm gefahren. Vorher, nachher. Ja, der Helm. Ja. Der ist ja völlig irre. Du. Irgendwie kommt mir der so bekannt vor, Andi. Irgendwie, ne? Der sieht aus wie Sig, ne? Ja. Der ist geil, oder? Ja, das ist ja, dass die Locke hält, oder? Ist der hohl hier drin. Dass das nicht kaputt geht. Ja, genau. Ja. Du kannst ihn anziehen. Ach, Mann, ist das und passiert nichts, oder? Sitzt. Lässt sich ja kaum ein Öl auffassen. Ja. Ich muss mich mal hier raufsetzen, mal sehen, wie man sich da so fühlt. Du. Oh, ist ja total bequem. Ja, ne? Ja, voll. Du hast auch ein Tempomat? Ja, ja, ja. Geil. Natürlich. Klasse. Ist halt in den Kurven. Das ist nicht normal, ne? Doch. Oh ja, siehst du, habe ich von Helge gekriegt. Ja, von ist Helge. Noch ein von Bergstoff. Bergstoff. Ja. Aber schön, so kann ich mir vorstellen zu reisen. Ja. Ist doch gut. Total ein super. Moped fürs hohe Alter. Hier Getränke halten. Ja, ja, auch ja, wichtig. Dauert bei dir noch ein paar Jahre, ne? Bei mir dauert das noch länger. Also mit Dreirad, ich weiß nicht. Das ist komisch. Ja, aber das war ja auch so ein bisschen eine Hommage an nimm dich selber und das Leben nicht allzu ernst, weil ja, ich meine, stell dir mal vor, wenn du mich das erste Mal, du hast nichts mit Mofas im Hut, du kennst uns nicht, gar nichts, und da kommt einer mit dem Dreirad, so ein ja, großer, ja, dicker und hinten so zwei Fähnchen und diesen Helm auf. Ich meine, da denkst also du nur, was ist denn mit dem passiert, oder? Ich würde den ernst nehmen. Ja, ja, ja. Das sind auch die normalen Leute, die dann das verstehen, oder? Ist der ausgebrochen? Ja, ja, da hat da einer tatsächlich angehalten, irgendwo in der Innenstadt, mit so Pflastersteinstraße, ich da langsam gefahren, fährt mit dem Auto nebenan. Hey, du! Wo haben sie dich denn rausgelassen? So. Und ich sei aus der Schweiz. Aber, der hat gegrölt ohne Ende. Es gab viele so lustige Situationen natürlich. Und die Maschine hat gut durchgehalten? Hey, wunderbar, eine neue Zündung. Ja, Bremsen vorne mal getauscht. Also die Beläge natürlich, wenn sie durch waren. Zwei Gaskabel. Ja, Kupplung hat man ein bisschen... Oh, ein Rad habe ich mal noch verloren. Oha. Im Kreisverkehr. Oder Guin. Ja. Und wie so Geschwindigkeit immer so 40, 50 so? 50 oder? Läuft die geradeaus. Ja. Durchschnitt über die ganzen Kilometer würde ich sagen so irgendwie 38 darum. Durchschnittsgeschwindigkeit. Ganz okay. Ja, du brauchst halt viel Zeit, oder? Stuttgart, Hamburg. Wahnsinn. Das waren 680 Kilometer in zwei Tagen. Da bist du halt 12 bis 14 Stunden auf dem Moped. Du musst an einem auch nur Landstraße fahren. Ich würde mit auf die Autobahn gefahren. Ja, du wirst direkt da gewesen. Du wirst beim Stau auch immer ganz vorne. Ne? Ja, ja, genau. Im Windschatten vom LKW. Ja. Ja, Sig, das sieht ja so aus, als ob du auch hier mal arbeitest. Ne? Hast du denn auch mal so Kunden, die denn auch was haben wollen und für die du was reparierst? Und absolut. Ja? Genau, also wir machen eigentlich alles Mofa-Bereich vom Wechseln des Pneus, Pneuwechsel bis Eigenbausachen. Oder? Also wir können noch mal schnell ganz kurz ein paar Sachen zeigen. Ja.
Wenn jetzt einer hierher kommt und sagt, Mensch, ich will mir einen Schopper gebaut haben. Voll, du kannst, bei uns kannst du echt das ganze Paket haben. Also wie zum Beispiel hier diese Springergabeln. Das ist relativ aufwendig, um die anzupassen. Ja. Dann ist, war hier ein ILO-Motor drin und jetzt ist ein Sachs. Also diese Teile sind alle selber hergestellt, angeschweißt. Motorhalterung, siehst du, muss man den Motor verschieben, weil es ein Dreigang ist. Mhm. Der wollte halt einen Dreigang-Sachs-Motor drunter. Ist das jetzt ein Auftrag vom Kunden? Genau. Ah, oh, das ist ja irre. Schön. Das ist alles Kundenzeug. Und das hast du auch öfter mal so. Denn ja, das haben wir ab und zu mal. Ja, ja, klasse. Und genau, so Zeug. Oder natürlich Standard. Also wie jetzt da diese Mofas, die du da unten siehst, neu lackiert. Also wir zerlegen die komplett. Ja. Einfach so eine Totalrestauration. Wenn natürlich der Erstlack, die Patina noch schön ist, mhm, das ist etwa, ich würde mal sagen, 80% von unserer Arbeit ist, Original-Mofas zu erhalten. Ja. Also die komplett zerlegen, aber technisch 100% neu aufbauen. Mhm. Mechanisch top, aber natürlich mit Ovatrol benutzen wir, um den Rost zu versiegeln, um das zu erhalten. Mhm. Also das ist etwa 80% und der Rest sind so Umbaugeschichten, eben ja, Springergabeln etc. Ja, sowas macht ja am meisten Spaß, wo du denn sowas selber bauen total kannst. Und das ja ist das Schönste. Denn das sind nicht nur so Standardreparaturen, sondern hier kann man sich genau auch wieder ein bisschen verwirklichen. Ja, ne? Absolut, ja. Mhm. Komplett anderer Motor drin. Ja, klasse. Und so Geschichten oder vorne. Ja. Es hat natürlich noch mehrere Kundenprojekte. Da hätte ich mal eine Frage. Ja. Also, man kann das hier jetzt ja nicht genau bestimmen, aber was würde denn sowas ungefähr kosten, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich möchte jetzt zum Umbau hier machen? Du, das ist immer sehr schwierig. Was hast du für Anforderungen ja an den Motor zum Beispiel? Also reichen dir 2 PS oder willst du 6 PS zum Beispiel? Oder was hast du für Lackvorstellungen? Oder? Also ich sag mal, bei Material liegst du bei so einem Projekt halt schnell mal nur Material und Lackierung liegst du sofort bei irgendwie um die 4.000 Franken, je nachdem, was du für Anforderungen lackieren, so ein Mofa komplett lackieren in einem perfekten Stil, also Autolackierqualität, bist du bei 1.500 bis 2.500, je nachdem, ob das noch von Hand noch viele gezogen werden, der Tank dreifarbig oder nur zweifarbig, das kommt halt sehr, sehr drauf an. Und dann stundenmäßig liegst du jetzt bei sowas mit Motorrevision und allem, wirst du irgendwo zwischen 20 und 30 Stunden liegen. Mhm. Was ja nicht wahnsinnig viel ist eigentlich. Mhm. Nein, nein, nein. Ich gedacht, für mehr, ja, ja. Und ist sowas denn nachher auch wieder für die Straße erlaubt oder baust du jetzt nur noch um für... Ja, grundsätzlich heisst, die Schweizer Polizisten sagen ja, jegliches Abändern und Entfernen von Originalteilen ist verboten. Aber ich meine, gerade beim Mofas hast du halt eine bessere, noch eine, so ein bisschen diese berühmte Grauzone, oder? Also weißt, wenn das Ding nicht 60 läuft, wenn das irgendwie 40 läuft, anstatt 30, wir dürfen ja 30 km/h bei uns, und wenn das Licht geht, die Bremsen funktionieren, alles, und das ist ein sauberer Zustand, dann ist das irgendwie okay. Yeah. Also weißt du, ich meine, das... Du wolltest legal sagen. Nee. Ja, nee, eben nicht. Ja, schön. Genau, und eben querbeet alles. Die vorne sind natürlich noch 2 Standardprojekte, können wir auch noch anschauen. Oder unten im Keller, da ist die Schweißerei. Da kann ich euch mal ein paar Kundenprojekte zeigen, wenn ihr wollt. Ja. Sollen wir da noch hingehen? Ja. Die Schweißerei würde ich mir gerne mal angucken. Ich weiß ja schon ein bisschen, was du hier so vorhast, aber du musst es jetzt das mal eigentlich erklären, wofür, warum und wieso du wieder sowas durchgeknalltes okay baust. Du möchtest gerne ins Guinness Buch der Rekorde. Genau, so richtig. Warum? Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich liebe die Sachen, die Welt nicht braucht. Oder ich mag das am meisten eigentlich, wenn du etwas baust, das macht einfach nur Laune, mit dem Ding zu fahren. Also es ist so sinnlos, aber schön, oder sinnlos, aber laut, oder sinnlos, aber witzig zu fahren. Oder einfach so, das stehe ich oder total drauf. Sinnlos, um sich das nur anzugucken. Genau, genau. Ja. Und ich mag Bier. Das kommt noch dazu. Und dann schnellste Bierkiste der Welt geschaut. Bier! Wir brauchen gleich Bier. Naja, später. Ja, das ist einfach, das ist eine gewisse Sache. Du musst dich nicht so immer ernst nehmen, das kennt ihr ja alle. Nimm dich nicht so ernst, du darfst auch mal was bauen, was die Welt echt nicht braucht, aber unbedingt haben muss. Mhm. Also ja, es gibt jetzt nicht mehr die schönsten Sachen, die du eigentlich nicht unbedingt brauchst, aber du willst das einfach, und wenn du dir das selber bauen kannst,
ist das doch total geil. Ja, absolut. Ja. Also das soll ins Guinness-Buch der Rekorde und das soll die fahrende Bierkiste werden. Die schnellste fahrende Bierkiste. Und da ist das Ding, ist, die Bierkiste kommt drüber und es muss alles innerhalb der Bierkiste sein. Weil sonst wäre es ja kein Thema, dann kannst du Karträder montieren, außerhalb Bierkiste drauf, gut ist. Ja. Aber das ist halt echt eine Herausforderung und vor allem mit dem Zweitaktmotor, mit dem großen Auspuff, den haben wir auch, da gibt es auch ganz lustige Videos, haben wir Hydro geformt, also mit Wasser haben wir diesen Ballon gemacht, Bleche in Form und dann zusammengelötet und mit Wasserdruck aufgeblasen quasi. Das ist ja alles im kleinsten, also das ist ein Kartmotor, ne? Ja, 30 PS, zwei Takte dreht. Ich habe bei 15.000 Umdrehungen bin ich am Gas, weil das Ding, das tut, also theoretische Geschwindigkeit ist ohne Windwiderstand nichts, wenn du die Drehzahl rechnest, bei 15.000 Umdrehungen sind 180 km/h, oder? Ja. Ja, ich habe früher auch mal so ein Kart gehabt, die sind so schnell, die Dinger. Übelst. Ja. Mhm. Und das ist die einzige Vorschrift, dass die Kiste muss darüber passen. Ja. Sonst kannst du nehmen, was du willst. Du aber der Lenker guckt raus. Kannst auch Elektro, alles, aber wir machen ja kein Elektro. Nee. Der Lenker guckt raus. Das darf raus, darf nicht breiter sein und Fußrasten dürfen auch 100 mm außerhalb sein. Und wer hat dieses Reglement gemacht? Die Jungs vom Guinness World Records. Mhm. Ja. Und da gibt es schon welche, die das geschafft haben? Also nee, es gibt es noch nicht. Sie geben aber vor 80 km/h Minimum. Ah, okay. Ja, so ist das. Wann ist das denn soweit? Das muss ja eine Challenge geben. Denn genau, ich hoffe Mitte, Ende nächsten Jahres. Ja. Das zieht sich jetzt alles sehr, sehr in die Länge. Wir machen da mal noch ein Video, wo wir das erklären, warum. Also einfach, es gibt diverse Projekte, die sind ein bisschen hängen geblieben. Das hat ja immer gewisse Gründe. Und irgendwann bringen wir dann mal noch so ein Erklärungsvideo, was geht überhaupt, wo, warum geht das nicht weiter, oder? Weil es fragen immer unheimlich viele Leute, was ist mit dem? Und es gibt ja überall einen Grund, warum das stockt. Und das wollen wir alles mal noch erklären. Es gibt ja verschiedene Bierkisten, sag mal, in der Form. Es gibt 30er Bierkisten oder es gibt 24 oder 1 Liter. Ja. Und da ist es auch egal, welche Bierkiste. Genau das ist eines der Probleme, die wir haben. Weil es verschiedene gibt. Sie haben geschrieben, 40 mal 40 mal 40 Zentimeter dürfen nicht überschritten werden. Ach so. Und ich habe jetzt eine alte Getränkekiste aus der DDR, die ist 40 mal 40, aber nur zum Beispiel nur 30 hoch. Und ist es das erlaubt, dass die 10 cm rausgucken? Genau, dass die Bodenfreiheit, weil du brauchst eine gewisse Bodenfreiheit von der Kiste. Wie viel darf die Bodenfreiheit sein? Das sind genau solche Fragen, die wir jetzt am Klären sind. Und das sind genau unter anderem so Gründe, warum es nicht weitergeht. Ach so. So eine 30er-Kiste ist ja länger und breiter, aber dafür flacher. Genau, genau. Oder darf man aus zwei eine machen? Oder darf man die selber bauen? Oder weißt du, eine alte aus Holz oder was auch immer, oder? Aber diese Richtlinien, die hätten die dir ja vorher schon mal vorgeben können. Ja, wir hatten einfach das Maß 40-40-40, oder? Ja. Du hast ja so viele schöne Sachen, aber ich kann nicht mehr sprechen. Eigentlich auch unter anderem noch andere schöne Sachen, die du hast. So eine Art Flüssigkeit. Das nennt sich Bier. Gibt's also sowas? So was meinst du da? Ja. Brauchst du da? Dann komm her. Brandlöscher. Du hast ja sogar. Das ist ganz lustig, muss man schauen mal hier. Brandanvisier muss man lesen hinten, das ist ganz witzig. Das ist Appenzell, Brauerei Locher. Schon wieder Appenzell? Dann wundere ich mich immer, dann frage ich mich, ist da Käse drin? Nee, das ist die Region. Wegen Appenzeller. Ja. Wir haben auch bei uns in Deutschland, gibt es Appenzeller Käse. Gibt's sogar. Ja. Der ist so weit, hat er es geschafft. Mhm. Hier, Sicherungsdeckel abheben, Brandherd anvisieren. Brandstelle löschen. Das finde ich gut.
Machen wir einen Viererplop? Wir machen einen Viererplop. Wir sind geschulte Menschen. Wir können das. Ne? Nur naja. die unnormalen Menschen können das nicht. Nur die normalen Menschen. So, okay. Ne? Ja, du hast ja gesagt, wir sind normal und die anderen sind unnormal. So, hier die Größe, wir sind die große Klappe schwingst, oder ob das dann auch... Ich schwing gar nicht. Ich trink. Also. Wer sagt denn eins? Du bist vier. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4. Der 5 wäre der Plop. Ja. Ne? Okay, dann fange ich an. Ja. 1, 2, 3, 4. Wow, der war aber super. War gut, mein lieber Mann. Ja, denn. Prost. Hohe Konzentration. Ja. Prost. Und für uns hier geht es nicht gleich weiter im zweiten Teil. Ihr könnt jetzt mal mit mir zusammen Tschüss sagen. 1, 2, 3. Tschüss.